Hallo, heute geht es um Brain Candy Bücher, das heißt locker, leichte Unterhaltungsliteratur ohne allzu großen Anspruch, einfach Zucker fürs Gehirn, Popcorn Bücher, wenn ihr so wollt, wie man sie manchmal eben braucht. Und als erstes Buch habe ich mir rausgesucht von Julia Stagg, Bonjour Véronique oder Ein Dorf hält zusammen. Genau. Ich wusste nicht, dass es der dritte Band einer Reihe ist. Ich wusste es die ganze Zeit nicht, bis ich zu Ende war. Hinterher irgendwann habe ich es erfahren, aber es hat der Sache überhaupt gar keinen Abbruch getan. Ich konnte alles verfolgen, ich konnte alles verstehen. Ob es sich lohnt, vorher die anderen Bücher zu lesen, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, denn ich habe nur dieses gelesen. Es spielt in einem kleinen Dorf in den Pyrenäen in Frankreich. Und wie das eben so ist in kleinen Dörfern, es gibt Intrigen, politische Verschwörungen, Irrungen und Wirrungen, es gibt natürlich auch Freundschaft, Liebe, Tratsch. Und da scheinbar jeder über jeden Bescheid weiß, ist es auch sehr amüsant zu verfolgen, wie die Beziehungen und Verhältnisse der Dorfbewohner untereinander ist, sei es familiär, freundschaftlich, nachbarschaftlich. Es verstrickt sich eben auch sehr, sehr viel in diesem Buch. Und so eine eingeschworene Dorfgemeinschaft macht es für einen Neuankömmling natürlich auch schwer, von jedem gleich ja, herzlich empfangen zu werden oder überhaupt dort Anschluss zu finden. So geht es Arnaud, der aus beruflichen Gründen in diesem Dorf landet, denn er ist Fährtenleser und muss einen Bären aufspüren. Das ist unter anderem Teil dieser Geschichte. Wie gesagt, es gibt viele, viele Verstrickungen, alles hängt irgendwie so ein bisschen zusammen, viele Geschichten, die parallel laufen oder Geschehnisse, die parallel laufen, aber doch irgendwie zusammenhängen. Es war ein sehr kurzweiliges Buch und sehr heiteres Buch und es ist nicht ganz so dünn. Ich glaube, warte, wie viele Seiten hat es? 460 ungefähr. Aber es ging sehr schnell zu lesen. Ist halt, wie gesagt, Brain Candy. Locker flockig. Danach habe ich mir rausgesucht von Daniel Glattauer, Gut gegen Nordwind, ist jetzt auch nicht allzu unbekannt, dieses Buch. Hier geht es um eine Frau, Emma, glaube ich, die die ein Abo kündigen möchte und deswegen eine E-Mail an diese Zeitschrift schickt. Doch sie vertippt sich und die E-Mail landet bei einem Mann, der nichts mit dieser Zeitschrift zu tun hat. Er antwortet ihr natürlich und klärt sie über ihren Fehler auf. Sie antwortet ihm wiederum und so schreiben sie sich irgendwie die ganze Zeit hin und her. Das Buch besteht auch nur aus Mailnachrichten, also es wird sonst nichts erzählt. Es sind wirklich nur die Mails, die immer hin und her geschrieben werden. Und so entwickelt sich eben eine E-Mail-Freundschaft, die ja mit der Zeit immer vertrauter wird. Sie tauschen persönlichere Sachen aus, privatere Sachen werden ein bisschen intimer und ja, dann steht die Frage offen, treffen wir uns nicht. Emmy ist vergeben, der Leo ist es nicht. Ja, und so nimmt einfach alles so seinen Lauf und dann kommt eben auch die Frage, geht da was, geht da nichts? Ja, und es ja, entwickelt sich dann einfach so. Mehr will ich nicht verraten, auf jeden Fall auch eine gute Unterhaltungsliteratur, wie ich finde. Als drittes Buch habe ich Gilles Le Gardinier, Monsieur Blake und Der Zauber der Liebe. Dieses Cover, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ja nicht unbedingt sehr ansprechend und vor allem finde ich es auch sehr irreführend. Also es geht, die Hauptfigur ist ein älterer Mann und kein junges Mädchen und ein Vogel kommt in der Geschichte auch nicht vor. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall geht es um den Engländer Mr. Blake. Mr. Blake ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, fortgeschrittenen Alters, wie gesagt. Und ja, der ist Chef einer Metalldosenfabrik, ne, diese Blechdosen. Und er trauert seiner verstorbenen Frau nach, um aus diesem Hamsterrad auszubrechen und wieder mal ein neues Abenteuer zu erleben und seine Lebensgeister wieder zu wecken, schmiedet er einen Plan. Dafür braucht er auch die Hilfe seines besten Freundes, der von dieser Idee nicht wirklich angetan ist. Denn Mr. Blake möchte in einem Herrenhaus in Frankreich als Butler arbeiten. Natürlich, indem er seine wahre Identität nicht preisgibt. Also es ist schon ein ziemlicher Unterschied, karrieremäßig, vom Fabrikchef zum Butler. Das Herrenhaus, in dem er letztlich landet, ist kein wirklich heiterer Ort. Es gibt nur eine Hausherrin und drei Angestellte, also eine Köchin, einen Gärtner und ein junges Hausmädchen.
Und die Hausherrin ist sehr, lebt sehr zurückgezogen. Sie verlässt sehr selten ihr Zimmer. Sie hat so ihre Eigenarten, ist eher kühl, reserviert, distanziert. Und auch die Angestellten sind, ja, distanziert. Also es gibt keine richtige Wärme, keine richtige Heiterkeit in dem Haus. Es ist eher alles so pragmatisch, praktisch gut. Und Mr. Blake kommt dort an und fügt sich nicht den Gegebenheiten, wie sie dort sind, also nicht der Stimmung dort und wie das alles dort gehandhabt wird, sondern bringt von vornherein Vorschläge und Ideen, wie bestimmte Sachen verbessert werden können, will bestimmte Dinge ändern und sucht auch so ein bisschen den Kontakt und die Nähe zu den Angestellten insbesondere und dann auch ein bisschen zu der Hausherrin. Und mit der Zeit mischt sich Mr. Blake oder Monsieur Blake dann eben auch so ein bisschen in die persönlichen und zwischenmenschlichen Angelegenheiten ein. Es ist ein sehr unterhaltsames und sehr lustiges Buch. Manche Geschehnisse oder Ereignisse in diesem Buch sind ein bisschen überspitzt, wo man denkt so, naja. Aber ich fand es überhaupt nicht schlimm. Das hat meiner Meinung nach dem Buch überhaupt gar keinen Abbruch getan. Es war auf jeden Fall eine heitere Brain Candy Lektüre. Das letzte Buch für dieses Video ist von Laurie Nelson Spielman. Morgen kommt ein neuer Himmel. Das kennen bestimmt auch einige von euch. Hier geht es um Brett. Brett ist eine Frau über 30, hat einen guten Job in dem Kosmetikkonzern ihrer Mutter, ein Freund, mit dem sie zusammenlebt. Und ja, es scheint, als wäre sie einfach schon im Leben angekommen. Dann stirbt ihre Mutter und wie das so ist, wird das Testament verlesen und ihre Brüder und ihre Schwägerinnen bekommen alle ihr Stück vom Kuchen ab. Aber allein Brett muss Aufgaben erfüllen, bevor sie an ihr Erbe kommt. Und zwar hat ihre Mutter einen Zettel gefunden. Damals, als sie 14 war, hat Brett eine Liste erstellt mit Lebenszielen. Und die hat ihre Mutter aufbewahrt. Und Bretts Aufgabe jetzt ist es, innerhalb eines Jahres diese Lebensziele zu erfüllen. Entschuldigung, damit sie an ihr Erbe kommt. Das alles wird bewacht von einem Anwalt, der von der Mutter damals extra dafür beauftragt wurde. Und wie gesagt, sie hat nur ein Jahr Zeit. Und es sind so Sachen wie einen Hund anschaffen, ein schönes Haus kaufen, ein Pferd kaufen, mich in den richtigen verlieben, so Sachen halt, ne? Was man so als 14-Jährige sich alles für Lebensziele setzt. Und ja, sie ist ein bisschen verwirrt, also Brett ist verwirrt und auch ein bisschen missmutig über diese ganze Angelegenheit und ärgert sich auch ein bisschen und steht unter Zeitdruck. Und so versucht sie eben, sich ans Werk zu machen und diese Liste abzuarbeiten. Und natürlich verändert das vieles in ihrem Leben. Es ist sehr leicht geschrieben, es lässt sich sehr flüssig und sehr schnell durchlesen. Allerdings muss ich sagen, im Vergleich zu den anderen Büchern, die ich jetzt hier gezeigt habe, finde ich dieses Buch ein bisschen schwächer. Allein aus dem Grund, dass, ja, ich fand die Geschichte ein bisschen vorhersehbar. Insbesondere gegen Ende wusste man einfach, worauf das Ganze hinausläuft. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass das Schicksal Brett einfach sehr gut auch mitspielt. Es war jetzt nicht schlecht, also ich würde jetzt wirklich nicht sagen, dass es alles kaputt gemacht hätte, aber im Vergleich zu den anderen fand ich persönlich dieses Buch ein bisschen schwächer. Aber trotzdem eine gute Unterhaltung und was dieses Buch auf jeden Fall mit mir angestellt hat, war, außer dass es mich unterhalten hat, klar, dass ich mir tatsächlich Gedanken gemacht habe, was hast du dir eigentlich in dem Alter so für Ziele gesetzt und was hast du davon erreicht? Und da musste ich echt ein bisschen nachdenken. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen Lesern so geht. Wenn man dieses Buch liest, fängt man einfach an, sich zu fragen, oder mir ging es zumindest so, was wollte ich denn früher alles eigentlich erreichen? Ja, ich habe dann tatsächlich auch ein paar alte Tagebücher rausgefischt und mir ein paar Sachen mal so durchgelesen. Da dachte ich mir, oh nee, komm, hör auf. Aber ups, ich bin schon wieder ins Stativ gekommen. Ja, auf jeden Fall eine gute Unterhaltung und locker flockig zu lesen. Ja, das waren auch schon alle Brain Candy Bücher, die ich heute vorstellen wollte. Wenn ihr wollt, lasst mich natürlich gerne wissen, ob ihr diese Bücher kennt und wie ihr sie findet, ob das für euch schon eine Nummer zu seicht ist oder ob ihr im Gegenteil sagt, nee, das waren richtig klasse Bücher. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, weiterhin viel Spaß beim Lesen. Tschüss.